Was solltest du machen, wenn du es nicht geschafft hast, für diesen Sommer ein Praktikum zu sichern? Ja, ich denke mal, jedem Zuschauer hier auf diesem Kanal ist bewusst, Praktika sind extrem wichtig. Praktika sind die Währung des BWL-Studiums oder auch des Wirtschaftsingenieurswesen-Studiums etc. Und jetzt hast du vielleicht ein schlechtes Gewissen, wenn du für diesen Sommer kein Praktikum bekommen hast. Also, erst einmal ist natürlich die Frage, ist deine eigene Schuld oder sind irgendwelche externen Umstände ein bisschen daran schuld, wenn irgendwie was Gesundheitliches war, irgendwas mit Familie oder sonst was. It is what it is. Gesundheit, Familie ist immer wichtiger als Karriere. Wenn es deine eigene Schuld war, dann musst du dir einfach eingestehen, du hast irgendwo verkackt, du hast dich zum Beispiel zu spät drum gekümmert, du hast dich falsch beworben, du hast dich bei dem falschen Unternehmen beworben, was auch immer. Gesteh dir erstmal ein, dass es deine eigene Schuld ist. Und red dir nicht ein, dass es irgendwie am Arbeitsmarkt liegt oder an den blöden Kommilitonen oder an was weiß ich wem, der besser war als du, sondern du warst halt nicht gut genug. So. Das heißt, das ist erstmal der erste Schlüssel zur Erkenntnis, dass man akzeptiert, man ist selbst schuld. So, zweiter Schritt, was kannst du machen, ist erst einmal zu sorgen, dass der weitere Gameplan völlig on point ist. Dass du auf jeden Fall weißt, okay, wo mache ich zum Beispiel nach dem Wintersemester ein Praktikum. An den meisten Unis kann man ja auch nach dem Wintersemester, sprich Januar, Februar, März, April, irgendwie um den Zeitraum ein Praktikum machen, vielleicht auch mal ein bisschen ins Semester rein, dass du dich auf jeden Fall darum kümmerst, dass du das dann auf jeden Fall bekommst. Weil, selbst wenn es ein bisschen ins Semester reingeht oder sonst was, ist ja nicht so ein großes Problem, weil du hast ja jetzt die ganzen Ferien im Sommerzeit, kannst ja schon vorlernen und so weiter und so fort. Das heißt, das ist der Punkt 2, plane mal auf jeden Fall deine nächsten Schritte, wenn du das gemeinsam mit uns machen möchtest. Meine ganz klare Empfehlung, dass das auf jeden Fall mal läuft, gerne mal eintragen auf pumpkinquiz.com, findest du unten in der Videobeschreibung wie immer. Einfach mal bewerben für die Status Quo-Analyse, dann können wir mal die nächsten Schritte besprechen und können schauen, wie schlimm das jetzt ist, dass du wirklich kein Praktikum diesen Sommer bekommen hast. So. Dann, dritte Möglichkeit, was du machen kannst, ist zu schauen, okay, was kriege ich jetzt mit meiner freien Zeit hin? Man kann natürlich irgendwelche Buckets abhaken, was man schon immer mal machen möchte, anstatt dass du dann irgendwie in den nächsten Ferien den 2 Wochen Andalusien-Reise, Urlaub machst oder sonst was, mach's jetzt. Jetzt hast du Zeit, jetzt kannst du es machen. Dann musst du später, dann fühlt sich später nicht schlecht, wenn du mal in den nächsten Semesterferien ein Praktikum machst, anstatt dann in Urlaub zu fliegen. So, das ist eine Sache. Ist es sinnvoll, vielleicht jetzt ein GMAT zu machen oder so, je nachdem, wann du ein Master machen möchtest, je nachdem, wie lange der gültig ist oder ein TOEFL oder sonst was, kann sich das anbieten, jetzt solche Tests einfach mal vorzuziehen. Du kannst, weil ich vorhin schon gesagt hatte, schon mal anfangen, für die Uni zu lernen, da vorzulernen. Und eine letzte Möglichkeit ist halt mit ehrenamtlichen Engagements dann zu punkten. Ja, das empfehle ich vor allem den Leuten, die zwischen Abitur und Studium sind, kein Praktikum bekommen haben, was absolut nicht schlimm ist. Ne? Niemand sagt, ihr müsst ein Praktikum haben vor dem Studium. Natürlich ist es von Vorteil, wenn du wie einige von uns irgendwie ein M&A-Consulting-Praktikum oder so vor dem Studium schon bekommen hast. Falls es allerdings für dich nicht möglich war, ist jetzt, davon geht die Welt nicht unter. Was du halt machen kannst, ist zum Beispiel ehrenamtliche Engagements jetzt nochmal richtig reinzupunkten, 2, 3 Initiativen, dich mal auszuprobieren in politischen Jugendorganisationen. Du lernst A, neue Leute kennen, du lernst B, sehr, sehr viel über dich selbst, du lernst C, eine Initiative, die dich dann vielleicht auch durch dein komplettes Studium begleitet, kennen, und D, ist es halt sehr von Vorteil dann später für Bewerbung für Stipendien beispielsweise. Das heißt, das wären so die Hauptsachen, die ich dir empfehlen würde. A, erstmal planen, wie alles weitere abläuft. B, gucken, okay, was kann ich jetzt mit meiner freien Zeit machen, was ich vielleicht später machen wollte, und C, anfangen schon mal vorzulernen und Engagements reinzupacken. Das sind so die wichtigsten Sachen. Wie gesagt, in den meisten Fällen ist halt deine eigene Schuld gewesen, dass du jetzt kein Praktikum im Sommer hast, weil es gibt genug freie Praktikumstellen, jetzt natürlich ein bisschen zu kurzfristig noch was zu bekommen. Das heißt, meine Empfehlung, gesteh dir selbst ein, ist deine eigene Schuld. Sorg dafür, dass im nächsten Semester nicht nochmal passiert, und trag dich jetzt bei uns ein, dass wir sicherstellen können, dass im nächsten Semester nicht nochmals passiert. Weil wenn du mit uns zusammenarbeitest, wenn du da auch ein bisschen Arbeit reinsteckst in die Zusammenarbeit mit uns, dann wirst du da halt die Wahrscheinlichkeit verdoppeln, verdreifachen, was auch immer, dass du in den nächsten Semesterferien und in den darauffolgenden Semesterferien und wann auch immer die bestmöglichen Praktika für dich bekommst, und hast du dann am Ende des Tages auch nach dem Studium einen geilen Jobeinstieg bekommst, Karriere machen kannst und dir damit langfristig richtig viele Chancen offen hält, sei es jetzt im Banking, in der Beratung, im Private Equity, im Startup-Umfeld, im VC, im Konzern, im Asset Management, wo auch immer. Wir sind da dein Schlüssel, um in diese top-kompetitiven Jobs reinzukommen. Das heißt, gerne bei pumpkincareers.com bewerben. Schau dir Erfahrungsberichte an. Wie gesagt, du siehst da eine sehr, sehr gute Indikation dafür, was alles möglich ist, wenn man da mit uns zusammenarbeitet. Am besten sind natürlich die Leute, die schon 2, 3 Progress-Stories mit uns gemacht haben, und dann man da wirklich sieht, okay, war es eigentlich möglich, wenn man 3, 4, 5, 6 Monate mit uns zusammenarbeitet, ein halbes Jahr zusammenarbeitet, ein Jahr mit uns zusammenarbeitet, dann geht es nämlich richtig ab. Aber auch ansonsten, bereits nach wenigen Wochen können wir da erste geile Erfolge erzielen. Das heißt, gerne mal eintragen, und dann freuen wir uns darauf, dass du nie wieder ein Video angucken musst mit dem Titel: Ich habe kein Praktikum bekommen, was soll ich machen?